wie in Film 16 versprochen, nochmals der Abschluss der Bestandskonten. Ich habe hier überall die Salden gebildet und ihr könnt jetzt mit euren Aufzeichnungen vergleichen, ob das übereinstimmt. Und ihr seht auch, ich habe hier jeweils die Nummer des Arbeitsauftrages und die Abkürzung, die dabei stand, hinter die Beträge geschrieben, sodass ich das Ganze nachvollziehen kann. Das Vorsteuerkonto, das muss ich noch abschließen auf die Umsatzsteuer. Die ist hier weiter unten. Ja, da ist die. So, hier ist die Vorsteuer. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann schaut euch den ersten Wiederholungsfilm an. Der heißt IKR2. Da ist es nochmal ausführlich erklärt. Also der Saldo der Vorsteuer muss immer noch auf die Umsatzsteuer umgebucht werden, um die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt festzustellen. Dieses T-Konto habe ich jetzt nicht extra aufgeführt, weil das ist ja nur eine Kritzelei, um das zu kontrollieren. Und diese 12.220 Euro und ein paar zerquetschte, die findet man hier oben im SBK-Konto, also Schlussbilanzkonto. Ja, und dieses Konto, das sieht so aus, wenn ihr alles richtig gemacht habt und ganz wichtig, wenn ihr alle Bestandskonten ins Schlussbilanzkonto übertragen habt, muss hier auf beiden Seiten die gleiche Bilanzsumme stehen. Sonst habt ihr einen Fehler gemacht. So, und bei mir steht hier die gleiche Bilanzsumme. Folglich habe ich so ziemlich alles richtig gemacht. Es gibt noch eine Kleinigkeit, das mit dem Privatkonto, das stimmt nicht ganz. Aber ich wollte ja nur kontrollieren, ob ich alles richtig gemacht habe und ob ich den Gewinn richtig ermittelt habe. Und das habe ich damit festgestellt und darum geht es ja auch. Gebraucht habe ich da dafür ungefähr 4 Minuten. In einer Prüfungssituation würde ich das ganz ehrlich gesagt weglassen und würde mir die 4 Minuten sparen für andere Aufgaben.